der Dave. Ich bin der Grotzen. Der wird prominent. Hallo, der Dave und der Grotzen. Also ich wäre bald Platz auf meinem Platz gestern. Hast du das gleiche Spiel gesehen wie mir? Jetzt kannst du legen. Wieso? Weil du 40 Jahre alt bist. Schau uns so, das war schön im Bogen. Trinken wir mal einen Schluck größer. Grotzen, du schaust mit mir an, der Bauer. Ich bin ja nicht einmal mehr im Ball, die letzte Minuten läuft einfach runter, weil die den Freistoß nicht ausführen, aber ist ja eh wurscht. Was soll das nur bringen? Kommt da kein Ball nicht an, da vorne Zusammenspiel, Katastrophe. Spielerisch klar zu erkennen, was er vorhat, ist immer in Nürnberg anders. Die mussten über Kampf kommen. Hau jetzt alle! Frei! Mach dich berühmt! Eieieiei! Eieiei, wir haben nur einen Kopfball aufs Tor zerbracht. Ich glaub, das war sogar der Kerk. Allmächtner! Der Club und die Kopfbälle, das ist was, der ist super gemacht! Eieiei, nee, er ist super gemacht, der Torwart wäre erstens Droh gewesen. Da ist kein Druck dahinter, hinter dem Ball, der kommt so langsam, den halt den, halt ja ich. Vom Rollstuhl aus. Und dann auch letzte Ecke, 4 Minuten, die Zeit ist um. Die Ecken kriegen wir noch, das Torwart ist auch mit von. Nochmal Eckball. Martinia macht durch so, wenn sie ihn nicht kennen. Chase! Ah, vorbei, aus, Ende, aus. Eieieiei. Warte, ich weiß gar nicht, ob schon abpfiffen will, jetzt abpfiffen. Also, liebe Leute, ganz ehrlich, das ist eine Scheiße von vorne bis hinten, was unser Club da zusammenspielt. Das war kein Derby, nicht, das war einfach ein Trauerspiel. Der Trainer traut sich nicht endlich einmal von den jungen Leuten jemanden bringen. Jetzt haben wir dem Schleuser noch einen Profivertrag gekriegt. Ja, dass der einmal in der Aufstellung dabei wäre, dass der ausgewechselt werde. Gar nichts. Die erste Halbzeit ist ja noch einigermaßen gegangen, da haben wir nur ein paar Chancen gehabt. Die hat der Hackler vergeben. Der Schleusener bringt es auch nicht zusammen. Also in der ersten Halbzeit ist noch einigermaßen gegangen, um Gottes Willen, abgesehen einmal von den Chancen, die wir vergeben haben. Und die zweite Halbzeit sind wir immer schlechter geworden, haben die Pferde immer stärker ins Spiel kommen lassen. Das ist kein Fußballspiel, was die da machen. Das ist ein Trauerspiel. Jetzt liegt er am Boden, der Torwart. Was der Geier, warum? Die müssen sie alle hinlegen und am besten gleich Joe schaufeln lassen. Das ist keine Fußballerei, was unser Club auf dem Platz bringt. Das ist kein Derby, das ist lächerlich. Ja? Keinerlei, da ist nicht ein einziger dabei, der einmal eine Eigenleistung bringen würde, der mal sich was zutraut. Am 16. einmal einen Schlenker machen oder sonst irgendwas und dann aufs Tor schießen. Gar nichts. Der Ball landet entweder in einem Bar vor die Pferde oder wie der Ishak in der zweiten Halbzeit kommt von links aufs Tor, haut das Ding 5 Meter neben den Kasten. Wahrscheinlich werden sie sagen, ja, das war ein ungünstiger Winkel. Ausreden haben wir immer genug. Aber Etzerle, was ist Etzerle? Jetzt haben wir nur 3 Spiele vor der Brust. Wir gewinnen mit der Leistung, in wo wir hier auf Wiesbaden, gegen wir in Wiesbaden, kriegen wir da gar nichts auf den Boden. Dann kommen die Stuttgarter, die schlagen uns an. Und dann werden wir nur nach Kiel fahren. Die Störche, die werden uns dann wahrscheinlich abbicken wie unseren toten Frusch. Den wir uns fressen und verschlucken. Weil mit der Mannschaft, mit der Leistung, wird der Club überhaupt nichts mehr bringen. Dann steigen wir in die dritte Liga ab. Leute, das ist ein einziges Trauerspiel. Ich bin in meinem Club-Trikot, ich habe meine Mützen auf, ich bin drunten auf der Straße unterwegs und motiviere die Leute, die Daumen drücken, dass der Club was bringt. Da werden auch Leute eingewechselt, da war es von vornherein schon. Der Trellach, so gern wie ich den Baum hoch, aber der trifft das Tor nicht, der bringt überhaupt nichts zusammen. Dann wird der Kerk eingewechselt. Der hat eine Ecke geschossen, der hat früher mal Ecken geschossen, der Kerk, die waren Zucker. Das ist aber 2,5 Jahre her, keine Ahnung. Ja, da schießt er der Ecken, der tröpfelt er wegen dem 16 herum. Da ist keiner von uns, der wo den Ball trifft. Zum Schluss liegen 3, haben ihn verletzt am Boden. Also, liebe Leute, ganz ehrlich, ich bin stinkefackensauer auf das, was wir Woche für Woche an miesen Leistungen auf den Platz bringen. Wir haben gegen Bielefeld eine gute zweite Halbzeit gespielt. Gebracht hat es im Endeffekt auch nichts, war auch bloß ein Unentschieden drin. Jetzt haben wir 4 oder 5 Unentschieden hintereinander gespielt. Allerdings zweimal nur, weil der Gegner Eigentor gemacht hat.
Ja, im eigenen Stadion. Okay, waren keine Zuschauer drin, aber die Ferner haben auch keine Zuschauer gehabt. Da kommen die Ferner rauf und spielen uns an die Wände. Das darf doch nicht wahr sein. Warum, bitte, warum bringt der Trainer nicht einen Schleusener? Warum bringt er nicht? Wir haben in der zweiten Mannschaft wirklich gute Leute drin. Die sind heiß drauf, dass sie spielen dürfen. Die rennen sich die Hacken ab da drinnen. Unsere Ständer rum und Ständer rum, stolpern rum in den Platz. Leute, tut mir ganz ehrlich sein, manchmal hätte ich wirklich Lust, einfach alles hinzuschmeißen. Manchmal hätte ich Lust, so ein Club leck mich am Arsch, ich mag nicht mehr. Seit 2 Jahren bin ich mich nur am Ärgern über den Verein. Das ist doch meinem Herz nicht groß geholt. Das ist einfach Kacke. Und ich möchte wissen, wie viele hunderte, tausende von Fans genauso wie ihr im Fernsehen leiden wie ich. Ah, mein Gott, na. Da passt überhaupt nichts. Ein Trainer, der keinen Mut hat. Spieler, die wo sich auch nichts zutrauen, die wo ganz offensichtlich das Vorspeisbild inzwischen verlernt haben. Also anders kann es überhaupt nicht mehr sein. Ich krieg von hinten schon Zeichen, ich soll langsam doch. Nee, dass ich einen Herzinfarkt da krieg von dem scheiß Handy, vor dem Video. Leute, es tut mir einfach nur noch leid. Ich habe fertig, wir sehen uns morgen um 19 Uhr, bespreche mit dem Gnotzen das Spiel. Wenn der nicht noch besuchen ist, wahrscheinlich wird er vor Laura kommen, ein paar halbe in sich neigeschüttet haben. Also Leid, es ist eine Katastrophe. Morgen Abend, 19 Uhr, CEF, da debattieren wir nochmal über das Spiel drüber. Aber mehr aufregend wie heute kann ich mich bis morgen garantiert nehmen. Da haben wir mich etwas beruhigt und vielleicht haben wir mal ein paar Szenen nochmal angeschaut. Aber da waren keine Szenen drin, die uns wert wären, dass man sich nochmal anschaut. Für heute habe ich fertig, Leute. Ich habe fertig, Flasche leer, leck mich Club.